Im Hunsrück zwischen Schöneberg und Schwabrücken liegt gleich neben der Landstraße mit einem einfachen Holzschild gekennzeichnet die Zufahrt zu einer Eremitage. Auf der Lichtung sehen wir in einem Tannenwäldchen ein großes, schweres Holzkreuz und daneben eine kleine Kapelle. An der Tür der Kapelle begrüßt uns folgende Inschrift: Lieber Pilger, lieber Wanderer, wir stehen hier auf einem einsamen, einem heiligen, einem ehrfürchtigen Platz, wo im Jahre 1620, in jeder fürchterlichen Pestzeit des Dreißigjährigen Krieges, der letzte Eremit sein Leben für die Pestkranken aufgeopfert hat. Täglich zog er mit einem Krug gefüllt mit Ziegenmilch in die Dörfer, um seine Pestkranken zu pflegen, denen er bald danach im Tode folgte. Als Zeichen dieser schrecklichen Zeit, als die Hälfte der Menschen von Schwabrücken und Schöneberg ausgestorben war, hat uns dieser heiligmäßige Mann dieses von eigener Hand geschnitzte Kreuz hinterlassen, genannt das Pestkreuz. Das Muttergotteskapellchen wurde auf den Grundmauern dieses Einsiedlers aufgebaut. Mit Ehrfurcht verneigen wir uns vor dieser heiligen Stätte. Wir verneigen uns vor unseren Vorfahren, die diese schwere Zeit in ständiger Hungersnot, in Kriegszeiten, verbunden mit diesen fürchterlichen Krankheiten und frühem Tod durchstehen mussten. Sie sollen stets unser aller Vorbild sein. Pilger, verweile ein paar Augenblicke, um in Gedanken an dieser Stätte unser kurzes irdisches Dasein mit unseren Sorgen und Nöten zu bedenken. Gleich nebenan findet sich ein 14-teiliger Kreuzweg, eine Nachahmung der Via Dolorosa in Jerusalem, mit der die Leidensstationen von Jesus Christus dargestellt werden. Beginnend mit der Verurteilung durch Pontius Pilatus, bis zum Tod, der Grablegung und schließlich der Auferstehung mit Himmelfahrt. Wenn Sie demnächst für einen Spaziergang in den Hunsrück aufbrechen, nehmen Sie sich doch die Zeit und schauen in dem kleinen, idyllisch gelegenen Kapellchen vorbei.